Kapitel 16. Sturmwind. Gen nahm Anduin Lorena in Empfang, als sie durch das Portal traten. Der Ausdruck in den Augen des älteren Mannes war wie eine frostige Hand, die sich um das Herz des Königs schloss. »Eure Majestät«, begann er, »ist der...« »Nein, noch nicht. Ich bin kein Heiler, aber ich glaube, ihm bleibt nicht mehr viel Zeit.« Anduin schüttelte den Kopf. »Nein, es war noch nicht zu spät. Das Licht war mit ihm. Das werde ich nicht zulassen«, sagte er, jedes Wort hervorgepresst, während er in Richtung des Dienerflügels losrannte. »Anduin«, rief Gen ihm noch nach, aber der junge König hörte ihn nicht. »Erin, Bolvar, sein Vater«, er hatte zu viele Personen verloren, die ihm am Herzen lagen. »Er würde Will nicht auch noch verlieren, nicht heute.« Wie es jemanden gebührte, der eine derart hohe Stellung im königlichen Haushalt einnahm, hatte Will ein recht großes Zimmer. Alles war makellos, sauber und ordentlich, so wie der Mann selbst. Da war ein Waschtisch mit einem polierten Becken, einem Spiegel und Rasierzeug. Außerdem eine Kommode, eine Kleidertruhe und ein gemütlicher Lesestuhl. Auf dem Tisch daneben standen eine Tasse Tee und eine kleine Schale mit nunmehr erkaltetem, gekochtem Hirsebrei. Und sicher wäre auch das Bett im perfekten Zustand, würde Will nicht darin liegen. Anduins Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Will hatte ihm nie verraten, wie alt er war, aber Anduin wusste, dass er sich um den jungen Varian Vryn gekümmert hatte und es war angedeutet worden, dass er womöglich sogar schon Lyane Vryn, Anduins Großvater, in dessen Jugend gedient hatte. Doch in Anduins Augen war Will absolut alterslos. Er war alt gewesen, solange der König sich erinnern konnte, aber hatte immer genug Energie gehabt, um mit seinem jungen Schutzbefohlenen mitzuhalten. Doch als Anduin nun die Gestalt betrachtete, die in dem Bett vor ihm lag, schien es, als hätten Wills Jahre ihn schlagartig eingeholt. Sein normalerweise rötliches Gesicht war blass und die hohen Wangenknochen, die ihm stets einen aristokratischen Zug verliehen hatten, betonten nur noch seine eingefallenen Wangen. Anduin war aufgefallen, dass Will an Gewicht verloren hatte, bevor sie nach Eisenschmiede gereist waren, aber er hatte sich nichts weiter dabei gedacht. Als er jedoch darüber nachdachte, schien es, als wäre das Fleisch einfach von seiner hochgewachsenen Gestalt fortgeschmolzen. Er wirkte schmaler, kleiner, zerbrechlich. Eine Woge plötzlicher schuldbewusster Scham überkam Anduin. »Will«, sagte er mit brüchiger Stimme. Die Augenlider des alten Mannes, papierdünn und von blauen Adern durchzogen, klappten auf. »Ah«, machte er. Seine Stimme klang näselnd. »Eure Majestät, bitte vergibt mir, dass ich nicht aufstehe. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen euch nicht mit dieser Sache belästigen.« Anduin zog einen Stuhl an Wills Bett heran und griff nach den knorrigen Hand seines Freundes. »Unsinn«, sagte er. »Ich bin froh, dass Sie es getan haben. Euch wird es gleich besser gehen, Will. Ihr wart immer für mich da, solange ich mich erinnern kann. Ihr wusstet immer, was ich will und was ich brauche. Es war wie Magie. Ihr habt euch mein ganzes Leben um mich gekümmert. Jetzt bin ich dran, mich um euch zu kümmern.« Er atmete tief ein und rief das Licht an. Sofort erfüllte Wärme seine Hand. Doch zu seinem Schrecken zog Will mit einem leisen, protestierenden Geräusch den Arm zurück. »Bitte, nein, das ist nicht nötig.« Anduin starrte ihn an. »Will, ich kann euch heilen. Das Licht ist eine schöne und wundervolle Sache und es liebt euch. Mein Junge, genauso wie euer Vater, genauso wie ich, aber ich glaube, es ist Zeit, dass ich diese Reise antrete.« Anduins Magen zog sich zusammen. Er konnte dem alten Mann nicht wieder zu seiner Jugend verhelfen. Er war sicher, dass die Macht des Lichts durchaus zu so etwas in der Lage wäre. Es war einfach nur keine der Fähigkeiten, die es Priestern oder anderen Heilern schenkte. Aber er konnte die Krankheit heilen, die seinem Freund das Leben aussaugte. Er konnte Schmerzen und Wehen und Steifheit vertreiben. Und er hatte es in der Vergangenheit bereits getan, auch wenn Will stets gezögert hatte, seine Hilfe anzunehmen.
Doch dass er sich nun rundheraus weigerte, wo es doch wichtiger war als je zuvor. »Bitte, ich brauche euch, Will«, sagte Anduin. Es war egoistisch, aber es stimmte. »Nein, tut ihr nicht, eure Majestät«, erwiderte Will ganz sanft. »Ihr seid zu einem großartigen, jungen Mann herangewachsen. Ihr braucht einen Hausdiener, kein besseres Kindermädchen. Ich habe eine Liste von Personen zusammengestellt, die ich für den Posten empfehlen kann.« Will drehte seinen blassen Kopf und deutete mit zitternden Fingern auf ein zusammengerolltes Stück Papier, das auf einem kleinen Tisch lag, direkt neben einem alten Buch. Anduin sah, dass ein Lesezeichen in dem Buch steckte, ungefähr ein Viertel von dessen Ende entfernt. Er nahm es und sagte, »Aber euer Buch, ihr seid noch nicht mit der Geschichte fertig.« Will lachte keuchend. »Oh«, brachte er hervor, »meine Geschichte ist an ihrem Ende angelangt. Und es war eine gute Geschichte, falls ich das sagen darf. Ich durfte unter drei Königen dienen. Drei guten Königen. Gerechten Königen. Einer von ihnen musste erst auf den rechten Weg geführt werden. Aber keine Sorge, ihr seid nicht gemeint, mein Junge. Ich hatte eine Aufgabe und ich habe wahre Liebe erfahren. Und gerade genug Gefahr, dass es nicht langweilig wurde.« Er richtete seine wässrigen Augen wieder auf Anduin. »Aber ich bin müde, mein guter Junge. Bin sehr, sehr müde. Ich finde, ich habe lange genug gelebt. Das Licht hat Besseres zu tun, als schrullige alte Männer zu heilen, die bereits ein langes, erfülltes Leben hinter sich haben.« »Nein«, dachte Anduin, »hat es nicht. Bitte, lasst mich euch helfen«, versuchte er ein letztes Mal. »Ich stehe ganz am Anfang meiner Regentschaft und ich habe so viel verloren und so viele.« »Ich habe alle verloren«, erwiderte Will, beinahe im Plauderton. Anduin wusste, dass der alte Mann ihn nicht rügen wollte, aber trotzdem stieg ihm die Röte ins Gesicht. »Eure Großeltern, eure Eltern, meine Brüder und Schwestern und Nichten und Neffen, alle meine alten Freunde und meine geliebte Elsie. Sie warten alle auf mich. Ich kann sie zwar noch nicht sehen, aber das kommt noch. Es wird schön sein, mich wieder ganz ohne Schmerzen bewegen zu können. Und noch schöner wird es sein, all die Bürden abzulegen und bei jenen zu sein, die ich geliebt habe.« Anduin wusste nicht, was er sagen sollte. »Was war es wohl«, überlegte er, »was Will nun aus seinem Leben raubte? Eine Krankheit? Die könnte er vertreiben. Ein schwaches Herz oder ein versagendes Organ? Das könnte er wieder in Ordnung bringen. Ja, er könnte, aber es war ihm verboten worden. Seine Augen brannten.« Will legte ihm sanft die Hand auf den Arm. »Macht euch keine Sorgen«, wisperte er. »Ihr werdet ein großartiger König sein, Anduin Lian Vryn. Einer für die Geschichtsbücher.« Anduin umschloss Wills Hand mit seiner eigenen. Er würde das Licht nicht beschwören. Er würde die Wünsche dieses guten Mannes respektieren, der der königlichen Familie sein ganzes Leben lang gedient hatte. »Ich wäre ein besserer König, wenn ihr bei mir wärt, um sicherzugehen, dass die Krone gerade auf meinem Kopf sitzt«, sagte er, und seine Gedanken wanderten mehrere Jahre zurück zu einem Besuch in Eisenschmiede, als Will geschlagene 15 Minuten damit zugebracht hatte, die Krone des Prinzen perfekt auf seinem Haut zu platzieren. »Oh, das findet ihr schon selbst heraus«, erwiderte Will. »Will«, sagte Anduin leise, »lasst mich zumindest eure Schmerzen lindern.« Der alte Diener, der alte Freund nickte. Anduin war dankbar, dass er zumindest ein klein wenig helfen durfte. Dass er einen mickrigen Versuch unternehmen konnte, Will all das zu vergelten, was er für ihn getan hatte,
Er beschwor das Licht, diese eine Sache zu tun, und ein schwaches Leuchten erhellte seine Hand. Das Glühen wanderte rasch in Wills Hand und bewegte sich dann ein paar Sekunden lang durch seinen Körper, ehe es nach einem letzten, hellen Aufflockern erlosch. »Oh ja, das fühlt sich gut an«, murmelte Will. Er sah schon besser aus, nicht mehr so blass. Außerdem schien ihm das Atmen leichter zu fallen und seine Brust hob und senkte sich gleichmäßiger. Anduins eigene Brust hingegen war vor Trauer wie zugeschnürt. »Was kann ich sonst tun? Möchtet ihr vielleicht etwas essen? Ich hörte, der Koch hat gerade ein frisches Blech Gebäck aus dem Ofen geholt.« Bei Süßigkeiten konnte Will ebenso wenig widerstehen wie ein Sechsjähriger. »Nein, ich denke nicht«, erwiderte Will. »Ich glaube, damit bin ich jetzt fertig. Aber danke, Eure Mai. Anduin«, seine Stimme brach. »Ich bin nur Anduin.« »Ihr seid gut zu einem alten Mann, Anduin. Ich wollte euch nicht aufhalten und bitte, macht euch keine Vorwürfe. Was mir nun bevorsteht, ist das Natürlichste auf der Welt. Ich würde gerne bleiben, falls das in Ordnung ist.« Will musterte ihn. »Ich möchte euch nicht mehr Leid zufügen, als unbedingt sein muss, mein lieber Junge.« Anduin schüttelte den Kopf. »Nein, das werdet ihr auch nicht.« Es war nicht gelogen, nicht wirklich. Will zu verlieren, würde absolut niederschmetternd sein, egal ob Anduin nun an seiner Seite war oder nicht. Aber falls er hier blieb, würde er zumindest wissen, dass er alles getan hatte, was er tun konnte, wenn der alte Mann seinen letzten Atemzug trat. Bei seinem Vater war ihm diese Möglichkeit verwehrt geblieben. Sie hatten einander umarmt, ehe der König aufgebrochen war, und ihre letzten Worte, die sie zueinander gesprochen hatten, waren voller Zuneigung gewesen. Aber gefallen war Varian allein. Abgesehen von Dämonen und seinem Mörder, nicht einmal seine Leiche hatte man gefunden. Will hatte sich das Recht verdient, bis zum Ende jemanden bei sich zu haben. Tausendmal. Und mehr hatte er sich verdient. »Wie wäre es, wenn ich euch den Rest des Buches vorlese?«, schlug Anduin vor. »Das wäre sehr nett«, sagte Will. »Wisst ihr noch, dass ich es war, der euch das Lesen beibrachte?« Ja, das tat Anduin, und der Gedanke brachte ihn zum Lächeln. »Ich wurde wütend, wenn ihr meine Aussprache korrigiert habt«, erinnerte er sich. »Nein, nicht wirklich. Ihr wart kein temperamentvolles Kind. Es hat euch nur frustriert. Da gibt es einen Unterschied.« Ein Klumpen formte sich in Anduins Hals. Er hoffte, dass er überhaupt in der Lage sein würde, laut vorzulesen. Das war das Mindeste, was er für Will tun konnte. »Also gut, wir lesen. Aber erst hole ich euch ein wenig Wasser.« Er trat vor die Tür, um jemanden zu rufen, und sah sich unvermittelt Geng gegenüber, der auf dem Korridor auf und ab ging. »Wie geht es ihm?«, fragte Graumähne leise. Anduin konnte nicht sprechen, und es dauerte einen Moment, bis er sich wieder gefasst hatte. »Er stirbt«, antwortete er dann. »Er will nicht, dass ich ihn heile.« Er erteilte schon Hohepriesterin Lorena eine Absage, als ich sie rief, um nach ihm zu sehen, brummte Gen. »Was? Gen, warum habt ihr mir das nicht erzählt?« Graumähne blickte ihn ruhig an. »Hätte das einen Unterschied gemacht?« Anduin sank in sich zusammen. »Nein«, murmelte er. »Ich hätte trotzdem darum gebeten, ihm helfen zu dürfen.« Gen streckte die Hand aus und drückte seine Schulter. »Es tut mir leid. Falls es euch hilft, es ist seine Entscheidung. Ihr könnt nicht alle retten.« »Es fühlt sich an, als könnte ich überhaupt niemanden retten«, seufzte Anduin. »Ich kenne das Gefühl«, erwiderte Graumähne. Anduin musste daran denken, was der andere König durchlitten hatte,
und da wusste er, dass seine Worte wahr waren. Nur eine Handvoll Flüchtlinge waren aus Guineas entkommen, und hätten sich die Nachtelfen ihrer nicht erbarmt, hätten nicht einmal sie überlebt. Der junge König nickte, sein Herz war bleiernd schwer. Er atmete tief durch. Ich werde ihm eine Weile vorlesen. Würdet ihr bitte jemanden mit Wasser und Gläsern herschicken? Gen schien etwas entgegnen zu wollen, aber dann nickte er. Gewiss. Möchtet ihr, dass noch jemand bei euch bleibt? Nein, ich komme schon klar. Falls es einen Notfall gibt, wisst ihr, wo ihr mich findet. Ich glaube nicht, dass es noch lange dauern wird. Der ältere Mann neigte mitfühlend den Kopf. Ich werde für alle Fälle jemanden vor der Tür postieren. Was ihr hier tut, ist sehr anstrengend, mein Junge. Ich wünschte, ich könnte das glauben. Wenn ihr erst so alt seid wie Will oder wie ich, dann werdet ihr wissen, dass es stimmt. Die nächsten Stunden schmolzen dahin. Anfangs wurde Will wieder etwas lebhafter und er trank ein wenig Wasser, auch wenn er es nicht wollte, dass Anduin sich so sehr um ihn umsorgte. Er lauschte, während der junge König ihm aus dem Buch vorlas, eine Chronik der Drachenaspekte, wobei er zunächst hin und wieder einen Kommentar abgab. Doch dann sagte er immer weniger und nach einer Weile stellte Anduin fest, dass der alte Mann eingeschlafen war. Oder war er? Anduin beugte sich vor, um sicherzugehen, dass Wills Brust sich noch bewegte. Da flogen die Augen des Mannes plötzlich auf. Anduin erkannte sofort, dass Will etwas ansah, das nur er sehen konnte. Papa, murmelte er. Mama. Anduin legte das Buch beiseite und nahm die Hand seines alten Freundes. Seine Haut war schrecklich dünn und seine Finger waren krumm wie die Wurzeln eines Baumes. Und trotzdem hatte Will bis vor ein paar Tagen alle seine Pflichten erfüllt. Anduins Augen brannten erneut. Während er sich vorstellte, wie diese Hände komplizierte Aufgaben vollbrachten, die er selbst kaum bewältigen konnte. Wieso war ihm das nicht früher aufgefallen? Es tut mir so leid, Will. Ich wollte es nicht sehen. Unvermittelt wurde Will energischer. Aber wo ist meine Elsie? Du musst doch gestorben sein, meine Liebe. Hättest du die Geißel überlebt, hättest du einen Weg gefunden, zu mir zu kommen. Elsie, wo bist du? Sein Arm streckte sich aus und tastete nach dem Phantom seiner Frau. Ohne dich finde ich den Weg nicht. Anduin brach das Herz. Sanft beschwor er das Licht. Dann legte er seine strahlende Hand auf die nunmehr verschwitzte Stirn des alten Mannes. Sch, sagte er leise. Ganz ruhig. Ihr werdet einander finden. Alter Freund, wenn der richtige Moment gekommen ist. Aber jetzt ruht euch aus. Will blinzelte in rascher Folge, seine Brauen leicht zusammengezogen, und als er sich zu Anduin umwandte, schien er seinen Schutzbefohlenen tatsächlich zu erkennen. Anduin, ihr seid auch hier? Ja, ich bin es. Ich bin hier. Ich werde euch nicht allein lassen. Will sank zurück und schloss die Augen. Ihr wart ein guter Junge. Es war eine Freude euch. Er brach mitten im Satz ab. Anduin biss sich auf die Unterlippe. Dann nahm der alte Mann noch einmal alle Kraft zusammen. Sagt ihr, ich habe sie immer geliebt. Meine kleine Elsie. Mit dem feuerroten Haar. Sagt es ihr, falls ihr sie seht. Sagt ihr, ich werde auf sie warten. Tränen brannten in den Augen des Königs. Natürlich werde ich es ihr sagen. Ihr habt mein Ehrenwort. Er schluckte hart. Jetzt lasst los.
Ja, das werde ich tun. Es ist wirklich schön hier. Will seufzte. Danke, dass ihr mich nicht zurückgehalten habt. Anduin wollte etwas erwidern, aber dann klappte er den Mund wieder zu. Er konnte spüren, wie der Puls des alten Mannes langsamer wurde. Langsamer. Er hörte ein leises Seufzen vom Bett aufsteigen. Langsamer. Langsamer. Dann nichts mehr.